gebraucht. Hättest du gehört, wäre all das nicht geholt. Dir muss man mal Verstand einprügeln. Schlag dich zu Boden, du Lump! Ich werde dich windelweich prügeln! Ich schlag dich zu Boden, du Lump! Dir muss man mal Verstand einprügeln! Dir muss man mal Verstand einprügeln! Na komm, du! Jetzt kriegst du, was du verdient hast. In Ordnung? Es gibt keinen Grund dafür. Ha, dieser Holzkopf. Er wird sich beruhigen. Er braucht nur etwas Zeit. Bist du nicht sauer, Godfrey? Ich? Nein, gar nicht. Terry ist eben ein Hitzkopf und das lasse ich mir nicht bieten. Es ist wirklich nicht schlimm. Er beruhigt sich. Der Zwerg kann eh nicht viel Schaden anrichten. Kommt das denn öfter vor? Ha! Ich habe Lance gerade erzählt, dass ich die Uhr danach stellen kann. Es ist wirklich kein Problem, Connor. Aber nett, dass du dir Sorgen machst. Zum Glück bist du hier. Prudence wird vermisst. Sie wollte ein paar Besorgungen machen und kehrte nicht zurück. Ich bin besorgt. Was ist nur passiert? Ich finde sie.
Der Hund könnte sie aufspüren. Er hat eine gute Nase. Hierher, Junge! Ging fast jeden Abend raus, um Nachtkerzen zu pflücken. Sie ist einfach ganz versessen auf ihr Öl. Doch damit ist jetzt Schluss. Ich habe gar keine Ahnung, was sie mit dem ganzen Zeug überhaupt will. Aber wo? Kann nicht weit sein. Vielleicht sollten wir uns aufteilen und suchen. Vielen Dank. Ich mag gar nicht daran denken, was ohne deine Hilfe passiert wäre. Ich habe dort Nachtkerzen entdeckt und plötzlich stürzte sich der Bär auf mich. Warum sammelst du Nachtkerzen? Naja, Warren und ich probieren schon sehr lange, ein Kind zu bekommen. Ich habe gelesen, dass Nachtkerzen gut für die Fruchtbarkeit sind. Entschuldige. Das ist kein gutes Gesprächsthema unter diesen Umständen. Ich verstehe. Ich werde kein Wort darüber verlieren. Connor! Schon was gefunden? Prudence! Bist du wohl auf, Liebling? Es wird wieder. Dank Connor. Ich danke dir, Connor. Wieder mal. Hallo, Connor. Hallo. Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, nichts, worum du dich sorgen musst. Ich will nicht aufdringlich sein, aber wenn es irgendetwas gibt, wobei ich helfen kann, tue ich es. Schon gut. Connor weiß bereits die Hälfte. Wie schon erwähnt, wollen wir ein Kind bekommen. Schon sehr lange. Bisher wurden wir nicht gesegnet, keinmal. Das zerrt mit der Zeit an den Nerven. Man kann so etwas nicht erzwingen. Die Natur wird euch ein Kind schenken, wenn die Zeit reif ist.
Wir hoffen, du hast recht, Connor. Aber wenigstens leben wir hier in Frieden. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen wir leben, für zukünftige Generationen sicherlich von großem Interesse sein werden. Wie auch immer es ausgeht, in Anbetracht dessen will ich die Geschehnisse in dieser Siedlung festhalten, ein Tagebuch, unsere Lebensweise in dieser Übergangszeit, um dem Bild Farbe zu geben. Was meinst du dazu? Wenn ich mal einen Moment habe, helfe ich dir. Sehr gut. Es ist getan. Johnson ist tot? Nein. Er verschwand, als der Tee vernichtet war. Nur um neue Pläne zu schmieden, ganz sicher. Du hättest ihn töten sollen. Das war nicht nötig. Die Zeit wird zeigen, ob du recht hast. Kanindogo, was machst du hier? Ist etwas geschehen? William Johnson kam zurück, mit genug Geld, um unser Land zu kaufen. Er trifft sich gerade mit den Ältesten. Ich flehte sie an, abzulehnen. Doch ich fürchte, er wird Erfolg haben, wenn du nicht einschreitest. Wie ist das möglich? Der Tee wurde vernichtet. Die Templer waren schon immer so erfinderisch. Du hättest auf mich hören sollen. Bitte, du musst ihn aufhalten. Das werde ich. Weißt du, wo sie sich treffen?
Sie nagen ja der Rad, die Ganusse, den Johnson, sie und der Rockstar. Qua higen sie, wat ne Ganun hardat um hagedum. Da qua der hardat qua gantro. Thank you.
Er ist da drüben. Friede, Friede. War ich nicht immer euer Fürsprecher? Habe ich nicht immer versucht, euch zu beschützen? Wenn du uns schützen willst, dann gib uns Waffen, Musketen und Pferde, um uns selbst zu verteidigen. Krieg ist keine Lösung. Was ist mit Fort Stanwakes? Was mit den Grenzverschiebungen? Sogar heute graben deine Leute das Land um, ohne Respekt für die, die darauf leben. Deine Worte sind süß, aber falsch. Wir kamen nicht, um zu verhandeln, zu feilschen. Wir kamen, um dich und euch des Landes zu verweisen. So sei es. Ich bot euch einen Olivenzweig, doch ihr schlugt ihn mir aus der Hand. Vielleicht hört ihr doch lieber auf das Schwert. Willst du uns drohen? Ja. Ah, wolltest wohl einen der Deinen gegen mich aussenden? Eine unkluge Entscheidung, die du gleich merken wirst. Ruf deinen Hund zurück oder alle schlag! Oh nein. Was hast du getan? Deine Intrigen durchkreuzt. Du wolltest dieses Land für die Templer gewinnen. Ei, um es zu beschützen. Glaubst du, der gute König George liegt des Nachts wach aus Sorge um das Wohl seiner eingeborenen Untertanen? Oder dass die Stadtbewohner sich einen Dreck um sie scheren? Ach, sicher. Die Kolonisten treiben gerne Handel, wenn sie Nahrung oder Obdach brauchen. Oder wenn sie ihr Heer vergrößern wollen. Aber wenn die Mauern der Städte wachsen, wenn neues Ackerland gebraucht wird, wenn es keinen Feind mehr gibt, werden wir sehen, wie sie wirklich sind. Die Kolonisten streiten nicht mit den Irokesen. Noch nicht. Aber sie werden. Das ist der Lauf der Welt. Sie werden sich abwenden. Ich hätte sie stoppen können. Ich hätte euch alle retten können. Du sprichst von Rettung und doch hast du sie ermordet. Ei, weil sie nicht auf mich hören wollten. Und es scheint, du willst es auch nicht. Ayawas ne yahte hagum sare andahyayun ne skana se zagum haje. Ein letzter Atemzug. Es ist schnell für dich. Hallo, ich bin hier drüben. Es ist schnell für dich. Hallo, ich bin hier drüben.
Komm schon! Schnapp den Verlochten! Halt, Mann! Heikling, her mit dir! Schneller, Jungs! William Johnson ist tot. Und mit ihm auch der Templerplan, das Land meines Volkes zu stehlen. Doch mit dem Ende dieser Gefahr deckte ich eine neue auf. Er trug einen Brief bei sich, adressiert an John Pitcairn, mit dem Befehl, die Waffen und Vorräte der Patrioten zu vernichten. Sollte er erfolgreich sein, werden die Kolonisten ihren Widerstand aufgeben müssen und die Templer erlangen die Kontrolle. Solange Pitcairn lebt, besteht diese Gefahr. Ich muss ihn finden. Er muss sterben. Ich dachte, das bringt mir Klarheit oder das Gefühl, etwas vollbracht zu haben, doch ich verspüre nur Reue. Halt dich daran fest. Solche Opfer dürfen dir niemals leicht fallen. Ich musste es tun. Nicht nur für mein Volk, auch für alle anderen, denen Johnson Leid zugefügt hätte. Es ist ein Anfang. Doch um ganz frei vom Templer-Einfluss zu sein, wirst du dich um sie alle kümmern müssen. Auch um deinen Vater. Ich weiß. Das sagst du so. Aber glaubst du auch daran? Wir bekommen Gesellschaft. Das ist es. Eine Bitte um Hilfe von Paul Revere. Die Rotröcke scheinen was zu planen in Boston. Du hast die Söhne der Freiheit wohl sehr beeindruckt. Sie halten mich irrtümlich für einen von ihnen. Bitte sag Mr. Revere, dass es mir sehr leid tut, ich aber zurzeit nicht helfen kann. Du solltest das überdenken. John Pitcairns Name wird auch erwähnt. Wo soll ich denn hin? Das Haus von Mr. Revere in Boston. Wenn ihr wollt, so